First Strike and You Are Out. Das ist das, was die FAA als Regelung ausgegeben hat zu Covid, wenn Leute die Maske nicht getragen hat. Aber diese Regel soll weiterhin bleiben. Die neue Business Class, auf die wir so lange gewartet haben, nicht die ganz neue, es ist nämlich die, die in den Philippine Airlines etwas gepimpt worden ist, fliegt ab München nächste Woche los ab 29. April. Und dann, worauf viele gewartet haben, die Swiss hebt die Maskenpflicht aus, auf leider nur auf USA-Flügen. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Aus der gewohnten Umgebung heute wieder für euch natürlich nicht, dass euch der Pflicht entbehrt, den Abonnierbefehl zu befolgen. Abonniert den Kanal, bringt die Glocke zum Leuchten oder zum Klingeln und dann ganz, ganz wichtig, unten kommentieren und uns ein Like dalassen. Danke. Das erste Thema ist fast so kontrovers wie Corona oder Covid. Und zwar ist das die Lackierung von Eurowings-Flugzeugen, und zwar in dem Fall für den BVB, die Sonderlackierung. Jetzt kommt es nicht so hinzu, dass man einen Mannschafts-Airbus oder einen Airbus lackiert hat, wie bei den Borussia Dortmund-Farben, also in, ist es gelb-schwarz, schwarz-gelb? Unten kommentieren, bin kein Fußballfan. Und aus dem Alemannia Aachen, Bundesliga, wir waren ja nur kurz drin, also insofern. Verzeihung. Es gibt jetzt noch einen Fan-Airbus. Ja, ganz genau. Und zwar hat man jetzt den Flieger in schwarz-gelb, so ist es wahrscheinlich richtig, umlackiert. Und Jens Bischoff hatte ja auch gesagt, irgendwann mal, hier liegen die Wurzeln von Eurowings. Als die Sonderbemalung zu Ehren des Fußballclubs BVB in Dortmund gelackiert wurde und der Flieger dort auch dann stationiert ist, weil die Eurowings kommt ja auch irgendwie daher, das stimmt schon, also das ist ja auch richtig. Aber nachdem man eine Lufthansa-Tochter ist und da dann auch weiter in der Welt unterwegs ist, trotzdem gibt es bei den Eurowings halt einen Flieger, und dieser Flieger ist auch, wenn man den Gerüchten folgen darf, sehr, sehr oft unterwegs auf der Strecke von Dortmund nach München, alleine um vielleicht in Bayern zu zeigen. Ich gebe die Dortmunder auch noch. Also ich weiß es nicht, aber es gab da halt einige Gerüchte, dass der Mannschafts-Airbus, die Delta Alpha India Zulu Romeo, die Eurowings verlassen würde und dann für jemand anders in der Lufthansa-Gruppe fliegt. Doch jetzt ist klar, dass das Konzept weitergeführt wird, denn es kommt ja dieser weitere Airbus dazu. Das ist die Delta Alpha Echo Whisky Mike. Und bis vor wenigen Wochen war dieser noch in einer Sonderlackierung unterwegs, die für das Meilenprogramm Boomerang Werbung gemacht hat. Ich natürlich als Meilenfetischist. Nun gut. Wer sammelt von euch bei Boomerang? Ich sage es jetzt einfach mal nur so. Aber am 31. März flog der Flieger von Düsseldorf nach Norwich, und der ist dann am 20. April zurückgekommen und trägt die BVB-Farben schwarz-gelb, und der Flieger hebt heute zum ersten Mal mit Passagieren in der Lackierung ab. Und natürlich ist diese Lackierung auch etwas verspielter, etwas mehr fanlastiger als der Mannschafts-Airbus. Aber wie will man das jetzt machen? Also ich weiß nicht, wie gefällt euch das Design, und sagt ihr, das ist mal was Schöneres als dieser Ringel-Look, den die Freunde der Condor haben? Oder seid ihr kein Freund von Sonderlackierung? Oder sagt ihr ganz einfach, Sonderlackierung ja, aber nicht BVB? Also insofern unten kommentieren. Nächste Woche startet auch ein Flieger zum ersten Mal kommerziell für die Lufthansa. Vier Stück sind geleast worden, und zwar A350er, die waren vorher bei der Philippine Airlines im Einsatz. Der erste Jet ist umlackiert und die Innenausstattung ist an das Design der Lufthansa angepasst worden. In München habe ich ihn auch schon gesehen. Standen auch einige von Philippine Airlines Originallackierungen noch da. Also da sind die Lackierarbeiten nicht gemacht. Aber da gibt es eine neuere Generation an Business Class. Warum? Ganz einfach, weil jeder Sitzplatz damit einen Zugang zum Gang hat. Es wurden Dinge geändert, wie die Kopf
Headrests, also Kopf, heißt das Kopfschoner, Kopfkissenschoner, ich weiß nicht, also Headrest, dann die Teppichböden, aber auch die Verkleidungen sind geändert worden, Sitzbezüge logischerweise auch, und man kennt das ja auch von anderen Fluggesellschaften, die so etwas machen. Also insofern hat man hier minimal invasiv das Flugzeug auf Lufthansa-Standard gepimpt, damit das für uns als Passagiere irgendwie von der Markenempfindung so weiter wahrgenommen wird. Das hat zum Beispiel bei der Etihad, die Flieger sind ja dann zur Condor gegangen, die 330er, die halbe Lackierung haben, also nur das Leitwerk. Und da sieht man halt ganz klipp und klar, woher der Kollege kommt. Bei dem Lufthansa-Flieger, ich weiß es nicht, da könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr das sagt, dass die Delta Alpha India Victor Charlie, wie der Flieger heißt, der auch noch kommt, wo die Umbaulackierungen stattfinden. Also, dass man sich bis dahin vielleicht an die Lackierung und an die Inneneinrichtung gewöhnt hat. Also insofern, ihr könnt das ja auch sehen, dass dieser Flieger bis zu 295 Passagiere aufnehmen kann. Und daran seht ihr das auch in den Seatmaps. Das heißt, also, wenn ihr auf der Seatmap guckt, seht ihr, dass da wirklich in der Konfiguration 121 unterwegs ist, dass da wirklich jeder Gangplatz mäßig unterwegs ist. Was auch ganz wichtig ist, ist, ab 29. April geht's los. Ihr wollt wissen, wohin? Toronto. Toronto soll das erste Ziel sein. Man hat natürlich gesagt, dass die Flugzeuge nach Kanada gehen, aber man wusste nicht ganz genau, wo er hingehen soll. Also ist es Toronto. Und der Jet soll auch unbestimmten Gerüchten zufolge auf den Namen München umbenannt werden. Aber nein, das ist klar, weil die Lackierarbeiten sind abgeschlossen. Da steht auch München ganz klar drauf. Aber schauen wir mal, was es für weitere Bilder gibt. Der Jens Bischoff hat ja auch schon auf seiner Timeline auf LinkedIn Bilder gepostet. Ein weiteres Thema, worauf wir warten, ist der Entfall der Maskenpflicht. Ganz genau. In den USA ist die Maskenpflicht gefallen. Finnair hat sie zum 29., also auch Montag, fallen lassen. Aber hey, jetzt hat die Swiss auch gesagt, ja, nö, wir haben das jetzt auch aufgehoben. Ganz einfach, vorerst zumindest, bis das Gericht in Florida da irgendwie overruled worden ist, weil man einfach diesen Maskenpflicht nicht weiter frönen wollte. Und insofern ist es den Fluggästen von und in die USA nicht mehr verpflichtend, eine Maske an Bord bei Pflichtzügen zu tragen. Das sagte ein Swiss-Sprecher. Die Neuregelung gilt übrigens ab sofort. Und auch hatte die US-Regierung natürlich angekündigt, und das ist das, worauf man sich bezog, dass da Rechtsmittel eingelegt werden. Warum Rechtsmittel? Ganz einfach, man ist bei der CDC nicht ganz happy, aber ich hatte das ja gestern schon erklärt. Ein weiterer sehr, sehr kurioser Fall, der sich da zugetragen hat, ist eher aus dem Bereich YouTube und meiner Zunft zuzuordnen. Es gibt ja Leute, die einen Flugschein haben. Ich habe ja auch einen Flugschein und würde da halt jetzt nicht wirklich auf die Idee kommen, das zu machen. Aber der Kollege Trevor Jacob, mir war er noch nicht mal namentlich bekannt, hat ein Teilerkraft-Leichtflugzeug über einem kalifornischen Nationalpark abstürzen lassen und hat sich dann mit einem Fallschirm gerettet. Der Flugabsturz soll am 24. November absichtlich herbeigeführt worden sein. So, das hat die Untersuchung der FAA ihm vorgeworfen. Denn er hatte in seinem YouTube-Kanal auf dem Video vorgetäuscht, dass er im Reiseflug einen Motorausfall an seiner Maschine hatte. Es ist eine einmotorige Tyler-Craft, die 50 Jahre alt ist. Anstatt zu versuchen, den Motor wieder anzulassen oder mit der Flugsicherung Kontakt aufzunehmen, sprang Jacob einfach raus. Das Schlimme ist nicht, dass er einfach rausgesprungen ist und meiner Meinung nach in der Entscheidungsfindung, die relativ kurz ist, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn etwas passiert, dann hat man so ein gewisses Mindset, dass man Dinge abarbeitet, aber jede Entscheidung ist natürlich nicht immer 100%. Aber in dem Fall war diese Entscheidung willentlich, dass er raus ist aus dem Flieger. Warum? Ganz einfach, die Bude war mit so viel GoPros ausgestattet, und die Tür war auch vorher leicht geöffnet. Er hatte auch zufällig einen Selfie-Stick dabei. Na gut, da kann man jetzt meinem YouTuber sagen, naja gut, Selfie-Stick habe ich auch dabei. Ich habe nicht nur einen Selfie-Stick. Also insofern
problematisch. Also auf jeden Fall hat man das Flugzeug, oder er hat das Flugzeug auf den Los Padres Nationalpark in Kalifornien runterfallen lassen. Dabei wurde es auch völlig zerstört. Er hat sich auch im dornigen Strauchwerk leicht verletzt, barg aber noch seine Kameras, bevor ihn Farmmitarbeiter zu Hilfe kamen. Und am 11. April teilte man ihm mit, dass dessen 2018 erteilter Flugschein mit sofortiger Erwirkung entzogen wurde. Er wurde außerdem für ein Jahr gesperrt, nochmals einen Flugschein zu beantragen. Und der Grund ist, weil er natürlich verantwortungslos, fahrlässig, hirnrissig, ihr könnt alles nutzen, gemacht hat. Und er hat halt wirklich den Besitz anderer Leute und das Leben anderer Leute gefährdet. Jetzt sagt er, da war ja keiner an Bord. Ja, aber wenn unten was passiert wäre. Und der Flug sollte halt nach seiner Auffassung von Lompoc City nach Monmouth Lake führen, wohin der frühe US-Olympionik angeblich zum Snowboarden fliegen wollte. Die FAA kann Jakob nicht strafrechtlich belangen. Warum? Ganz einfach, weil es gibt dafür keinen Straftatbestand für Dusseligkeit, für Dummheit und für so einen Quatsch. Aber für jeden Tag, den er den Flugschein nicht einreicht, zurückgibt, gibt es eine Strafe von $1,644. Und die AviationWeekly.org, das ist eine amerikanische Webseite, sagte halt, er hätte sehr überrascht reagiert. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr, der ist komplett Banane oder die FAA ist da ein bisschen bekloppt? Ich weiß es nicht. Also ehrlicherweise ist das eine Entscheidung. Ich weiß es schon. Also er ist bekloppt. Schein abnehmen, lebenslang sperren. Unten kommentieren, was der dazu denkt. Also ich würde nie aus dem Flugzeug springen, auch was funktioniert, es macht keinen Sinn. Falschen Springen ist deshalb auch nichts für den Lars. Hätte ich vielleicht Angst? Ich weiß es nicht. Also ehrliche Antwort kann ich euch beim Stammtisch vielleicht geben. Stammtisch übrigens an diesem Stichwort festhalten. 28. April heißt also quasi nächste Woche. Da gibt es dann Stammtisch in Berlin. Location gebe ich noch bekannt. Im Moment ist es das Hyatt. Aber wir haben da eventuell eine neue Location, da müssen wir mal schauen. Und ja, sie liegt sie im Osten? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich glaube, nee, eigentlich. Lasst euch überraschen. Also, dann gibt es noch eine Regulierung der FAA, die ich im ersten Moment als semi-sinnvoll empfunden habe. Und zwar First Strike and you are out. Das ist ja das, was man bei den Passagieren gemacht hat, dass man also da eine Null-Toleranz-Policy eingeführt hat. Wenn jemand mit der Maske einen Stress gemacht hat, raus, danke, tschüss. Und man konnte bis zu $37.000 den Passagieren abknöpfen als Strafe, wenn sie einfach diese Maskenpflicht nicht nachgekommen sind und dafür irgendeinen Quatsch gesorgt haben. Und diese Maßnahme ist ja eingeführt worden 2021 und hat mittlerweile bis zu $2 Millionen an Strafzetteln nach sich gezogen. Und man möchte einfach sagen, dass es einige Vorfälle gab, die halt wirklich auch Wellen geschlagen haben in den Medien. Da musste reagiert werden. Und man hat natürlich bei der FAA oder auch bei Fluggesellschaften immer wieder mit Passagieren, die sogenannterweise unruly, non-compliant oder wie auch immer das Wort ist, behandelt. Und man muss halt einfach sagen, dass man diese weichen Regelungen einfach, man hat sie schnipp weg. Warum? Weil bei gewissen Dingen ist es so, dass man für gewissen Quatsch hat man einfach keine Zeit und man weiß ja auch nicht, wenn man sich bei solchen Dingen so verhält, wie man sich dann auch verhält, wenn es um wichtigere Dinge geht. Auf jeden Fall hat jetzt der FAA-Administrator Billy Nolen gesagt, behaving dangerously on a plane will cost you, that is a promise. Also in ganz kurzen Worten, du benimmst dich schlecht, das kostet dich was. Und da muss man ganz einfach sagen, dass diese Null-Toleranz-Linie, in gewissen Dingen ist sie richtig, aber das Problem ist, man muss halt zumindest eine Möglichkeit haben zu appealen. Also das heißt, man muss eine Möglichkeit haben, da Einspruch zu erheben, zu sagen, hey Freunde, kann da jemand nochmal nachgucken, ob das ein Missverständnis ist. Weil es gab ja auch Fälle, wo
Familien, wo die Kinder einfach nur ein Tantrum hatten oder irgendwas, rausgezogen worden sind aus dem Flugzeug. Und das ist etwas, was dann natürlich für die Familie relativ problematisch ist. Also ich glaube schon, dass da eine Bestrafung sein muss, aber es muss auch eine Möglichkeit sein, dass man da nicht quasi vor einem Richter, Geschworenen und allem in einem sitzt, der Flugbegleiter, den Flugbegleiter in Anführungsstrichen. Es kann ja auch nur ein zwischenmenschliches Problem sein. Und man möchte jetzt einfach das Ganze verlängern. Und so wie es aussieht, muss man halt einfach mal gucken, weil 65% dieser Themen, wo diese Strafen verhängt worden sind, haben mit der Maske zu tun gehabt. Also das heißt, das muss man halt einfach gucken. Und um euch nochmal eine andere Zahl zu nennen, die höchste Strafsumme, die einem Passagier bei dieser Null-Toleranz-Linie aufgedrückt worden ist, ist 81.950 US-Dollar bei American Airlines, weil er eine Kopfnuss gegeben hat und getreten hat, die Flugbegleiter. Und das war auf einem Flug von Dallas Fort Worth nach Charlotte im letzten Juli. Natürlich hat so etwas Schlagzeilen gemacht, aber das sind dann Einzelfälle. Und in dem Fall, ihr sagt, ja, hey, du hast ja gesagt, das sind 37.000 Dollar, das merkst du mal natürlich, aber man kann natürlich auch, wenn man mehrere Verstöße macht, das Ganze aufstapeln und kann da dann natürlich so ein Paketpreis machen. Also, wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, solche Strafen sind sinnvoll? Sollen wir so etwas in Deutschland, in Europa auch einführen? Oder ist das einfach zu viel Macht für Flugbegleiter? Oder kann man so etwas machen, dass man so etwas dann gerichtlich klärt, dass dieser Automatismus einer lebenslangen Sperre vielleicht sogar eingeführt wird, wenn Leute sich halt wirklich nicht benehmen? Aber auch hier, also das ist meine Meinung, es muss was Unabhängiges reinkommen. Und was auch ganz wichtig ist, ist halt, gilt sie dann für diese Fluggesellschaft, gilt sie für alle, hat man dann ein generelles No-Fly für irgendwas. Also insofern, kommentiert rege unten drunter, nachdem ihr natürlich ganz klar uns ein Like gegeben habt. Oder aber auch nicht vergessen, an dieser Stelle ein Abonnierbefehl. Und zwar abonniert den Kanal, macht die Glocke an. Und das war auch die heutige Folge. Ich war heute kurz knapp 16 Minuten unterwegs. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Update. Und kommt zum Stammtisch, dann lernen wir uns persönlich kennen. Also, danke, bis dann. Ciao.